In diesem Video stelle ich euch alle Neuheiten in deutschen Freizeitparks für 2023 vor, welche bereits angekündigt worden sind. Aktuell haben schon insgesamt über 20 Parks neue Fahrgeschäfte für nächstes Jahr bekannt gegeben und uns erwarten auch mehrere neue Achterbahnen. Ich zeige euch jetzt alle Freizeitparks mit Neuheiten in alphabetischer Reihenfolge. Es werden aber sicherlich noch ein paar Neuheiten folgen, welche erst in den nächsten Monaten angekündigt werden. Wir beginnen jetzt in Nordrhein-Westfalen mit dem Alpine Center Bottrop. Hier wird eine neue Sommerrodelbahn 2023 eröffnen, ein Alpine Coaster von Vigan mit einer Länge von 800 Metern. Befindet sich direkt neben der Skihalle und mit der ehemaligen Rodelbahn, welche 2020 nach 12 Jahren Betriebszeit geschlossen hat und 700 Meter lang war, ersetzen. Das heißt, der neue Alpine Coaster wird 100 Meter länger und hat die Möglichkeit, ab 2023 selber zu testen. Der nächste Freizeitpark ist der Bayernpark und hier wird eine von den größeren neuen Achterbahnen 2023 in Deutschland eröffnen. Und es wird sich hierbei um eine neue Familienachterbahn handeln, welche an der Stelle von der ehemaligen Sommerrodelbahn gebaut wird. Der neue Coaster befindet sich dann zwischen dem Skyfly, dem Kiddy Coaster und dem Freefall Tower und wird die gesamte Fläche von der ehemaligen Rodelbahn einnehmen, welche am Ende von der Saison 2022 geschlossen hat. Und es gibt noch keine genauen Infos, um was für eine Achterbahn es sich handeln wird. Es gibt nur ein Teaserbild und die Info, dass sich hierbei um eine Familienachterbahn handeln wird. Aber auf diesem Bild ist eine Weiche erkennbar und deswegen ist die Möglichkeit relativ groß, dass diese Familienachterbahn ebenfalls rückwärts fahren wird und deswegen etwas größer werden wird. Und auch wenn wir noch keine Bestätigung haben, könnte es möglicherweise ein Family Coaster von Gerstlauer werden, welche ebenfalls teilweise Rückwärtsparts haben, also wie zum Beispiel in Belgien Belverde, Vakala oder auch Pegasi Express im Park Asterix, Fire Chase Express in Dollywood, würde super im Park passen und wäre auf jeden Fall eine schöne größere Familienachterbahn, so als aktueller Zwischenschritt zwischen Freischütz im Launch Coaster und dann Achterbahn, sehr kreativer Name, aber auf jeden Fall der Zierer Tivoli New und dann eine Zwischenstufe, würde dem Park auf jeden Fall sehr gut stehen. Und sonst, abgesehen vom Gerstlauer Family Coaster, wäre vielleicht auch die Möglichkeit, dass es ein Intermin Family Shuttle Coaster wird, gibt es ein paar neue Layouts und das würde ebenfalls ungefähr dazu passen. Auf jeden Fall aber sehr interessantes Projekt, eine der größeren neuen Achterbahnen, welche wir nächstes Jahr in Deutschland sehen werden und ist ein Freizeitpark, den ihr nächstes Jahr auf jeden Fall besuchen solltet. Aber eine neue größere Familienachterbahn ist im Bayernpark nicht genug, denn es wird ebenfalls in neuen Eingangsbereichen stehen. Der alte war ebenfalls schon ganz nett gemacht, aber jetzt am neuen Standort, höhere Kapazitäten, mehr Kassen, sieht ebenfalls super aus und wird ebenfalls als weitere Neuheit 2023 öffnen, um das Erlebnis bereits beim Betreten vom Park zu verbessern. Der nächste Freizeitpark ist der Europa-Park in Baden-Württemberg. Und hier sollte eigentlich für die Saison 2023 die neue Achterbahn Voltron entstehen. Mugwrights Big Dipper, mehrere Katapultstarts, 1385 Meter lang, mehrere Überschläge, mit einem neuen Themenbereich Kroatien und einfach samt Themenbereich eine riesige Neuheit, welches Portfolio vom Park erweitern sollte. Aber wegen Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen würde diese Achterbahn jetzt erst zur Saison 2024 eröffnen. Eine kleinere Neuheit wird aber trotzdem 2023 kommen, und zwar die zweite Phase von Josefinas kaiserlicher Zauberreise. Diese Bootsfahrt vom Park wurde bereits schon zu 2022 angefangen zu gestalten, aber im Jahr 2023 kommen noch neue Boote, etwas neue Thematisierung und ebenfalls eine neue Station mit Café. Der nächste Freizeitpark ist der Erlebnispark Trips Thrill in Baden-Württemberg. Und hier werden auf der Wiese zwischen den beiden Achterbahnen Karacho und Mammut Wasserfontäne öffnen. Auf jeden Fall eine gute Nutzung für diese leere Wiese und im Sommer natürlich eine schöne Abkühlung. Ist natürlich eine kleinere Neuheit, aber 2020 haben wir auch erst zwei große neue Achterbahnen. Kommen wir jetzt zum Fortfahren Abenteuerland in Nordrhein-Westfalen. Hier wird ein komplett neuer Themenbereich eröffnen, und zwar gestaltet zum Kinderfilm und zur Kinderserie Akari. Und dieser neue Bereich wird sich direkt neben der Station von der Parkeisenbahn befinden bei dem See, lustigerweise genau an der gleichen Stelle, wo es Anfang 2022 auf dem Kanal hier einen Achterbahn-Contest gab, wo alle eine No Limits Bahn bauen konnten und diese für diesen Bereich vom Park natürlich ohne Kooperation fortfahren einreichen konnten, was dort gut hinpassen könnte, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber hier kommt keine Achterbahn hin, keine neue, sondern einmal eine Pferdereitbahn und ebenfalls eine Bootwasserrutsche mit drei Bahnen, beide Attraktionen von Metallbau Emmeln und die Wasserrutsche wird ebenfalls sich die Lage am Hang zunutze machen. Der nächste Freizeitpark ist das Freizeitland Geisterwinde Bayern und hier wurde zwar noch keine richtige Neuheit angekündigt, aber es gab bereits Gerüchte, dass im Forbidden Kingdom Themenbereich, wo sich ebenfalls der Slingshot befindet, noch weitere Neuheiten folgen werden, weil hier ebenfalls schon ein paar kleinere Arbeiten stattgefunden haben und Bäume entfernt worden sind. Aber hier wirklich komplett rein zur Spekulation, ich gehe von aus, dass Geisterwind irgendwas Neues 2023 bekommen wird, was genau ist aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, aber es gab schon länger Gerüchte, nichts Offizielles, dass Freizeitland Geisterwind gerne irgendwann mal eine Rafting-Wasserbahn bauen würde. Aber ob genau das, irgendwas anderes oder auch gar nicht 2023 im Park entstehen wird, ist bisher noch nicht angekündigt worden. Wir gehen in den Osten von Deutschland nach Sachsen zum Freizeitpark Plon.
Und hier wird ein kleines Fahrgestell für die gesamte Familie im Parkeinzug gehalten. Aber was genau es werden wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wir gehen jetzt als nächstes in den Norden von Deutschland an die Ostsee zum Hansa-Park. Und hier wird 2023 der nächste Bauabschnitt von Hans in Europa den Themenbereich im Eingangsbereich vom Park eröffnen. Und zusätzlich dazu wird es ebenfalls auch das neue Nostalgie-Karussell mit maritimem Thema Karussell Baltique geben. Der nächste Freizeitpark ist der Holiday-Park in Rheinland-Pfalz. Hier wird zur Saison 2023 ein neuer Outdoor-Wasserspielplatz eröffnen, also wie im Water Playhouse aus einem Wasserpark. Gibt es in der Art fast baugleich, auch schon in Mailand und Polen, und wird zu der Lizenz Superwings gestaltet. Kommen wir als nächstes zum Jadapark in Niedersachsen. Und hier wird zwischen dem bestehenden Bereich Chrissy Adventure und der Wasserbahn Okavango River ein neuer Themenbereich entstehen. Aber was genau sich hier behandeln wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Kommen wir als nächstes zu Karls Erlebnisdorf Elztal bei Berlin. Hier wird es erstmal Ende März 2023 bereits schon eine neue Achterbahn geben, und zwar eine Erdbeer-Raupenbahn, wie ihr sie vielleicht auch schon aus anderen Erlebnisdörfern von Karls kennt. Und das Ganze wird hier eine 138 Meter lange Kinderachterbahn, und zwar ein Big Apple von SWF Visa. Und am 12. Mai 2023 geht es in Elztal direkt weiter, und zwar wird dann der zweite Bauabschnitt von der Wetterwelt entstehen, wozu aktuell der Disco-Coaster Fliegen der Regenschirm gehört. Und das erste ist eine neue Achterbahn Wolkenexpress SBF Visa Monorail Coaster, genau das gleiche Modell wie auch Kaffeekern Express in Karlsruhe-Wasshagen, nur diese Variante ist Outdoor. Und abgesehen davon gibt es unter anderem noch zwei größere weitere Fahrgeschäfte, einmal das Kettenkarussell Wäschespinne und ebenfalls der IES Wild Swing Wetterumschwung, wie ihn vielleicht auch schon aus dem Potspark oder aus dem Fantasian in Österreich kennt, wo er jetzt Prototyp 2022 geöffnet hat. Und so eine Schaukel wird ebenfalls zu Karls kommen. Und abgesehen davon ein paar Kleinigkeiten, Spielmöglichkeiten, ein Shop, ein Restaurant, also auf jeden Fall schon weitere große Erweiterungen für Karls in Elztal. Bleiben wir bei der Gruppe und kommen zum komplett neuen Park Karls Erlebnisdorf Oberhausen. Dieser neue Standort von Karls wird sich auf der Fläche vom ehemaligen Centro-Park in Oberhausen befinden, direkt neben dem Centro-Shopping-Center, und wird auch der erste Karls sein, welcher sich im Westen von Deutschland befinden wird. Es gab schon lange keine Neuigkeiten mehr und ist auch gut möglich, dass dies der erste 2024 eröffnen wird. Es soll hier aber ebenfalls auch eine Erdbeer-Raupenbahn entstehen, als ein SBF Visa Big Apple. Machen wir weiter mit einem kleineren Freizeitpark, und zwar Landerlebnis Jansen in Niedersachsen. Und hier wurde eine neue Attraktion gebaut in Form von einer Butterfly, also eine sandgetägige Pendelbahn. Und es wird die alte aus dem Bayernpark, die hier Platz machen musste, wo jetzt ein neuer Eingangsbereich entstehen wird. Und das Ganze kommt dann hier als Neuheit für 2023. Der nächste Freizeitpark ist das Legoland Deutschland in Günzburg in Bayern. Und das Legoland bekommt tatsächlich die größte neue Achterbahn in Deutschland für 2023 und das Ganze im komplett neuen Themenbereich Mythicar. Es wird ebenfalls noch zwei weitere Fahrgeschäfte geben, und zwar die Fire und Ice Tower, das ist ein doppelter Zierer Familienfreifallturm mit 10 Metern Höhe, und dann das Highlight von dem Bereich, die neue Achterbahn Mythicar Coaster. Hierbei handelt es sich um ein Beyond & Wing Coaster, 457 Meter lang, 17 Meter hoch, 54 km schnell und sogar zwei Überschläge. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, den ein Wingcoaster im Legoland komplett überrascht hat und dann sogar noch mit zwei Überschlägen. Ist natürlich deutlich kleiner als die anderen Wingcoaster, wie zum Beispiel Fuki Demon im Heidepark, aber dafür, dass es ein Familienpark ist, wirklich eine Hammerneuheit. Sogar zwei Überschläge und mit wahrscheinlich für sehr viele Kinder die erste Achterbahn mit Inversion sein. Wir haben einen Inline-Twist am Ende, einen Corkscrew, und da die Bahn durch die wirklich sehr geringe Höhe und geringe Geschwindigkeit wahrscheinlich eher langsam unterwegs sein wird, könnte man hier sogar schöne Hangtime erwarten. Das heißt, vielleicht erwartet uns hier wirklich ein Achterbahn-Highlight. Natürlich jetzt keine herausragende Achterbahn, die zu den Top 5 oder 10 in Deutschland gehört, aber zumindest haben wir jetzt etwas ältere auch eine Achterbahn, die im Legoland eine Menge Spaß macht. Im Vergleich zu anderen Legoländern gab es jetzt zwar bereits schon in Deutschland ein paar mehr Thrill Rides, und zwar insgesamt drei Attraktionen, die Überschläge machen, aber ein Ringcoaster mit zwei Überschlägen ist natürlich sehr besonders. Dadurch, dass Voltron, die neue Achterbahn vom Europa Park, jetzt erst 2024 öffnen wird, ist es tatsächlich die größte Neuheit von Achterbahn her und deswegen meiner Meinung nach auf jeden Fall die spannendste Neuheit, welche 2023 in Deutschland eröffnen wird. Machen wir weiter mit dem Movie Park, und auch wenn hier keine neue Fahrattraktion angekündigt wurde, wurde jetzt in der Off-Season das komplette Set von der Stunt Show abgerissen und einmal komplett neu gebaut. Da gab es ebenfalls vor mehreren Monaten eine Abstimmung, was genau für eine Kulisse es werden soll, und das Ganze wird dann 2023 fertiggestellt, um diese ikonische Show zurückzubringen. Von Nordrhein-Westfalen gehen wir nach Baden-Württemberg zum Ravensburger Spieleland. Und nachdem hier vor nicht allzu langer Zeit die Achterbahn Europa-Neuheit Caritax eröffnet hat, wird eine neue Fahrattraktion 2023 im Park entstehen, und zwar gestaltet zu dem Spiel Memory. Es wird ein 4D-Fahrgeschäft,
Also wir werden uns hier ziemlich sicher Leinwände erwarten und dann ist es hier möglich mit Joysticks Kartenpaare einzusammeln wie im Spiel von Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Bleiben wir in Baden-Württemberg, gehen aber ein ganzes Stück nördlich und kommen zum Schwabenpark. Und zwar eben an der Stelle des ehemaligen Kreisekarussells, welches zur Saison 2022 geschlossen wurde, würde ein neues Familienfahrgeschäft entstehen. Und abgesehen davon ist für den Schwabenpark ebenfalls eine Weltneuheit-Attraktion geplant, aber was genau sich hier handeln wird, hat der Park noch nicht veröffentlicht. Wir gehen weiter in den Norden an Niedersachsen und kommen jetzt zum Serengeti Park. Und hier wird die neue Achterbahn Gosimba öffnen. War eigentlich für 2022 bereits geplant, aber wegen Lieferschwierigkeiten wurde das gesamte Projekt auf 2023 verschoben. Und hierbei handelt es sich um eine sehr besondere Achterbahn und zwar ebenfalls eine Weltneuheit und zwar ein Airloop von AIS. Diese Achterbahn mit 400 Meter lang, 25 Meter hoch, 45 km/h schnell, ist ein Powered Coaster, aber das Besondere sind die Züge. Das ist nämlich eine interaktive Achterbahn und ihr habt hier an den Sitzen Flügel, wie ihr es auch von einem Skyfly oder Skywaller kennt und könnt hier durch das Bewegen von den Flügeln Überschläge machen. Auf jeden Fall eine sehr besondere Neuheit und auch eine der größten Neuheiten, die wir nächstes Jahr sehen werden. Und es wird auf jeden Fall sehr spannend, so einen Achterbahntypen selber zu testen. Bin ich sehr gespannt drauf, wie diese Kombination von Skyfly, Flatride und Achterbahn sich anfühlen wird. Aber wenn hier viele Überschläge möglich werden, sicherlich eine coole Neuheit. Aber da man natürlich nicht gezwungen wird, Loopings zu machen, ebenfalls eine gute Familienachterbahn, dann könnt ihr einfach die Flügel loslassen und habt einfach eine entspannte Fahrt. Deswegen eine gute Mischung an Achterbahnen, wo man Familien und Thrill-Siege zusammenbringen kann, auf jeden Fall auch sehr spannend. Machen wir weiter mit dem vorletzten Park für heute und zwar dem Skyline Park in Bayern. Und hier werden gleich zwei neue Achterbahnen öffnen. Diese beiden waren ebenfalls bereits schon eigentlich für 2022 geplant, aber genauso wie im Serengeti Park wurde das gesamte Projekt um ein Jahr verschoben. Und hier haben wir erstmal die Achterbahn Berg und Tal Hetz von SBF Visa mit Launch Lüftel, ist ein größerer Family Coaster. Bin ich sehr gespannt, wie so eine größere Achterbahn von der Firma sich fahren wird, sieht aber auf jeden Fall in einem guten größeren Family Coaster aus. Und die zweite Achterbahn ist Flotter Otto und das Ganze wird ein SBF Visa Double Coaster. Das Ganze kommt auf die Fläche von dem Bobcard, welches abgerissen wurde, und ist ein Kiddie Coaster mit zwei Helixen, also einfach eine kleinere Familienachterbahn, welche aber wahrscheinlich nur einen geringen Teil von der Fläche vom Bobcard aufbrauchen wird. Und abgesehen von den zwei Achterbahnen kommt noch eine dritte Neuheit, und zwar Looping Alloy, und das Ganze ebenfalls von der Firma SBF Visa, und es wird ein interaktiver Flatride, und ihr könnt hier in Überschlägen fahren und dabei interaktiv mit Joysticks Überschläge machen. Ihr könnt normal fahren oder sonst den Joystick bewegen, um die Chaser dabei einmal zu rotieren. Also auf jeden Fall ein interessanter kleinerer Flatride. Leider muss eine bestehende Achterbahn den Skyline Park aber leider verlassen. Und zwar die nostalgische Achterbahn der Schwarzkopf Wildcat wird ab 2023 wieder auf den Kirmesfelds unterwegs sein und zurück auf Reise gehen. Kommen wir jetzt zum letzten Freizeitpark in diesem Video und zwar zum Taunus Wunderland in Hessen. Und hier wird ebenfalls ein neuer Coaster entstehen und zwar die längste Achterbahn in Hessen. Es wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, dass diese Achterbahn nach 2023 öffnen wird, aber anhand von dem Fortschritt auf der Baustelle ist die sehr wahrscheinlich. Offiziell hat der Park noch nicht bekannt gegeben, was genau für eine Achterbahn es sich handeln wird, das Ganze kommt aber auf die Erweiterungsfläche, welche die Größe vom Park nochmal verdoppeln wird und jetzt auch schon seit 2020 in Arbeit ist. Es wird auf der Erweiterung ebenfalls noch weitere neue Fahrgeschäfte geben, was genau nicht offiziell bekannt und genauso wenig wann sie öffnen werden, aber das Ganze kommt auf jeden Fall auf die große Erweiterungsfläche. Und auch wenn der Park noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, um was sich handeln wird für eine Achterbahn, wird es laut RCDB der Magwitz Powered Coaster aus dem Space Park in Bremen. Und das Ganze wird eine 500 Meter lange Familienachterbahn angetriebene Achterbahn Powered Coaster. Diese hat sich in dem relativ kurzlebigen Space Park vorher befunden in Bremen, welcher vor über 15 Jahren geöffnet hatte, hat damals auch nur ca. ein Jahr in Betrieb. Und diese Achterbahn soll jetzt angeblich ins Taunus Wunderland kommen. Und mit einer Länge von 500 Metern wäre das Ganze nicht nur Hessens längste Achterbahn, sondern ebenfalls einerseits der längste Powered Coaster in Deutschland und auch die längste Achterbahn, welche 2023 in Deutschland entstehen wird. Also von Berg und Tal Hetz haben wir noch keine Länge im Skyline Park, aber ich gehe weniger davon aus, dass diese 500 Meter lang werden wird. Und damit mit dieser Länge wird diese Achterbahn länger als der Ring Coaster im Legoland und auch ebenfalls als Gosimba im Serengeti Park. Und das waren jetzt alle Neuheiten in deutschen Freizeitparks 2023, welche bereits angekündigt wurden. Es werden sicherlich auch in den nächsten Monaten noch ein paar weitere Fahrgeschäfte angekündigt. Und zu manchen hier haben wir noch wenig Informationen, wie zum Beispiel die Achterbahn aus dem Bayernpark. Und da wird es ebenfalls ehrlich bald neue Infos geben. Und ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare schreiben, auf welche Neuheiten ihr am meisten gespannt seid. Und es wird dann zu vielen, vor allem zu den Achterbahnen, wenn sie eröffnet haben, natürlich hier auch Videos auf dem Kanal geben. Deswegen abonnieren, um nicht zu verpassen. Sieht jetzt ein bisschen besser aus als 2022 von Neuheiten her, das Jahr war wirklich sehr schwach, aber viel Großes ist immer noch nicht dabei. Aber trotzdem wissen wir von vielen Parks,
dass da noch was Größeres folgen wird. Der Hansa-Park bekommt bald was Großes, Europa-Park natürlich 2024, neue Achterbahn und da gibt es ja auch Neuheiten in Rulantica und im Resort allgemein. Dann haben wir natürlich die neue Achterbahn für den Holiday-Park, welche 2025 kommen wird und noch ein paar andere angekündigte Sachen in den nächsten Jahren. Der Skyline-Park bekommt einen Hypercoaster und sonst natürlich auch noch ein paar weitere Attraktionen, von denen wir in den nächsten Jahren wissen. Das heißt, so 2024 wird da auf jeden Fall bestimmt deutlich spannender im Vergleich. Aber trotzdem, ein paar nette Sachen, ein bisschen Einzigartiges dabei. Und ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, den Serengeti Park, den Bayern Park, das Legoland zu besuchen. Ich denke, das sind so die drei größten Neuheiten von Achterbahn her, wo auch wirklich was Besonderes kommt. Welche erscheinen werden, habe ich vor, selbst zu testen auf jeden Fall. Vor allem Bayern Park bin ich mal gespannt, was da noch angekündigt wird. Könnte aber echt super werden. Und sonst neue Wingcoaster und Überschlägen, auch wenn es ein kleiner ist, definitiv testen. Und Gossimba lohnt sich natürlich ebenfalls auf jeden Fall. Aber auch sonst ein paar kleinere Attraktionen, noch ein paar andere Achterbahnen wie der Skyline Park, gleich zwei auf einmal. Da kann man ein bisschen was Neues testen und sonst noch mehrere kleinere Fahrgeschäfte. Und dann würde ich sagen, erstmal danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.